Hallo. Wer ist denn da? Hallo. Ich kann Sie hören. Wer ist da? Ja, hier ist der Dennis Hellmann. Wir haben eben per E-Mail geschrieben. Ja, genau. Ja, hätten Sie jetzt ein paar Minuten? Ja, die habe ich. Nein, das ist alles in Ordnung. Ich hatte nur gerade ein bisschen schlechten Empfang, weil ich wohne ja hier so ein bisschen außerhalb, ne? Ja, das ist gar kein Problem. Ja. Also wenn Sie jetzt ein paar Minuten haben, möchte ich mich ganz kurz vorstellen. Es ist ganz schön laut bei Ihnen im Hintergrund. Sie sind nicht ganz so gut zu verstehen. Ja, das ist vielleicht hier spielt so ein bisschen die Musik. Da habe ich leider keinen Einfluss drauf. Ist das so besser, wenn ich so spreche? Können Sie das Mikrofon bitte aus dem Mund nehmen? Ist das so besser, wenn ich so spreche? Ja, so ist das besser. Dankeschön. So ist das besser. Okay. Dann möchte ich mich ganz kurz mal vorstellen. Wie gesagt, mein Name ist Dennis Hellmann. Ich bin Ihr Kontomanager auf unserer Trading-Plattform. Ich werde Ihnen bei der Ein- und bei der Auszahlung helfen und werde Sie auch zukünftig auf unserer Plattform begleiten. Also, cool. Ja, verstehe schon. Fragen? Ja, bitte. Ich wollte Sie nicht unterbrechen, das tut mir leid. Hallo? Haben Sie vielleicht WhatsApp auf dieser Nummer? Habe ich was, bitte? Ob Sie WhatsApp vielleicht auf dieser Nummer haben? Nee, sowas benutze ich nicht. Sowas benutzen Sie nicht, okay, das ist gar kein Problem. Kann man mich so besser verstehen? Ja, so ein bisschen, ne? Ist nicht ganz optimal, aber ich würde sagen, wir probieren das einfach mal. Ich hoffe, die Musik im Hintergrund haut mir nicht wieder die Partnerschaft raus wegen Kopierrechten und sowas, ne? Weswegen? Bitte? Wegen welchen Rechten? Tut mir leid, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Nee, ich habe gesagt, mir ist schlecht ein bisschen. Wir müssen gucken, ob das geht. Ja, ich hoffe, das klappt jetzt einigermaßen, weil ich kann Sie leider auch ganz schlecht verstehen. Liegt wahrscheinlich auch in der Verbindung. Das kann sein. So, aber wenn Sie mich jetzt, wenn Sie mich jetzt verstehen, dann nehme ich an, läuft das im Moment gut. Wie gesagt, ich bin Ihr Kontomanager und ich werde Ihnen bei der Ein- und bei der Auszahlung helfen. Und der Sie auch zukünftig auf unserer Plattform begleiten. Haben Sie schon eine gewisse Erfahrung im Bereich Börsenhandel gemacht? Nee, noch überhaupt nicht. Ich habe schon mal so ein Sparkonto und so einen Bausparvertrag gehabt, aber das ist ja was anderes, ne? Ja, stimmt. Also schauen Sie, das ist alles sehr viel einfacher, als es aussieht. Zuerst müssen wir Ihnen ein Handelskonto eröffnen und es aktivieren. Aktiviert wird das mit einer Anzahlung. Sie können auf Ihr Geld, auf Ihr Konto so viel Geld drauflegen, wie Sie wollen. 500 Euro, 1000 Euro, der Mindestbetrag liegt jedenfalls bei 250 Euro. Nachdem wir das gemacht haben, füllen wir noch ganz kurz gemeinsam Ihr Portfolio aus. Ich werde Ihnen dazu ein paar Fragen stellen. Was denn für eine Folie? Portfolio, keine Folie. Portfolio. Ach so, pardon. Ja, Ihr Profil. Ja. Ja, und das werde ich dann an Ihren Finanzberater weiterleiten. Aha. Der Finanzberater meldet sich dann bei Ihnen und ihr werdet euch ein bisschen etwas näher kennenlernen, werdet dann gemeinsam eine passende Strategie entwickeln. Und ach so, das ist sowas Partnerschaftliches? Ja, klar, ja, das ist eine Partnerschaft zwischen Ihnen und Ihrem Finanzexperten. Wie heißt der? Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Wir haben hier viele Finanzanalytiker, aber ich werde einen passenden für Sie finden und dann werden Sie gemeinsam traden. Er wird Ihnen dabei helfen, er wird Sie auch durchgehend auf unserer Plattform begleiten. Also Sie werden das auch nicht alleine machen müssen. Ja. Und ja, wenn Sie richtig einsetzen in die Aktien, die ein großes Zentralspotenzial haben und ein geringes Verlustrisiko, werden Sie auch mit großer Sicherheit Profit erwirtschaften können. Was haben wir da so für eine Hausnummer im Kopf? Welche Hausnummer, tut mir leid? Naja, welche Hausnummer im Sinne von Gewinn? Was ist denn da so realisierbar bei Ihnen?
realisierbar. Ja, es hängt davon ab, wie viel Sie einsetzen. Und es hängt von der Verhaltensweise der Aktie ab. Also das kann ich Ihnen jetzt nicht genau sagen. Das müssen Sie alles etwas genauer mit den Finanzexperten besprechen. Ja, ich wollte ja nur mal so eine grobe Stoßrichtung. Sag mal, wenn man jetzt, ich habe so an 500 Euro gedacht. Was kann man da im Jahr so rechnen an Profiten? So ungefähr. Ja, also bei einem Einsatz von 500 Euro, wenn Sie das in die richtigen Aktien einsetzen, dann werden Sie schon innerhalb eines Monats ja, einen Gewinn von, sagen wir mal, 1.500, 2.000 erhalten. In einem Monat? Ja, in einem Monat. Was ist denn da los ungefähr, bei Ihnen? Also, die klatschen und schreien da alle. Ist da ein Notfall bei Ihnen? Eine Sekunde, tut mir leid, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ja, bei Ihnen schreien ja auch alle Leute rum. Ist da was passiert? Tut mir leid, nochmal. Ich sage, bei Ihnen schreien alle Leute sehr laut herum. Was ist dort passiert? Fragezeichen. Es tut mir leid, Sie sind entweder viel zu weit weg vom Mikrofon. Warum schreien die Leute bei Ihnen so? Ach so, ja, es wurde gerade ein großer Gewinn erwirtschaftet. Und wie viel ja, denn? Wir feiern das ab und zu. Ja, das ist für unsere positive Einstellung, deswegen auch die Musik, das stimuliert unsere Stimmung. Achso, Sie bringen Leute partnerschaftlich zusammen und versuchen, die dann zu stimulieren. Langsam merke ich, in welche Richtung das bei Ihnen läuft. Dem bin ich generell auch sehr offen. Nein. Sie haben das falsch verstanden. Sind Sie denn fetischfreundlich auch in der Einrichtung? Ich habe da so ein paar gewisse Vorlieben. Die möchte ich dann halt auch bei der Partnerschaft auch berücksichtigt wissen. Ne? Sonst macht das ja keinen Spaß. Okay, was wären Ihre Vorlieben? Naja, das ist so am liebsten schnell und hart, damit halt die Kohle dann auch rüberkommt, ne? Ja, wie gesagt, Sie können das alle so einstellen, wie Sie wollen. Das müssen Sie etwas genauer mit dem Finanzanalytiker besprechen. Ach so, gibt's da verschiedene Vibrationsstufen am Gerät sozusagen? Klar, das ist doch ein großer Bereich, also Aktienhandel. Sie können ja in Kryptowährungen investieren. Gold. Ist das ein langer Luan oder wie muss ich mir das vorstellen? Ob das was ist? Ein langer Luan. Wirklich verstanden. Luan. Tut mir leid, verstehe ich nicht. Ach so, ich verstehe das. Da dürfen Sie erst drüber reden, wenn man, sag ich mal, Mitglied ist und das Glied auch drinnen ist. Das ist in Ordnung, das respektiere ich. Wann kann ich denn anfangen bei Ihnen? Ja, Sie können ja sofort anfangen. Wenn Sie möchten, so, können wir gerne gemeinsam Ihre Einzahlung. Ja, dann machst du mal gemütlich. Ich würde sagen, wir haben ja hier im Raum, da ist ja die alte Werkbank, dann bück dich da mal drüber und dann können wir anfangen. Womit kann ich anfangen? Naja, mit der, wie hast du das vorhin ausgedrückt, so fachmännisch Stimulierung. Ist das jetzt ein Scherz oder ich verstehe Ihre... Ja, nee, das ist mir schon ernst. Ich bin ja auch getestet, ne? Also das ist in Ordnung. Sie wollten mich doch stimulieren. Sie reden so leise. Ich habe von der Musik gesprochen. Haben Sie denn Analsex-Erfahrung? Alter, du bist ja echt ein behinderter Wichser. Ich will den richtig miesen Wadenkopf von einem scheißen Penner. Bitte? Ich habe das gerade nicht verstanden. Hey, komm, was bitteschön erwartest du, wenn du mir am Telefon erzählst, du willst mich partnerschaftlich mit einem Finanzberater zusammenbringen und du wirst da stimuliert. Scheiße, das ist so einfach nicht zu fassen, diese Idioten.